Hi. Hallo. Wir sind Anja und Ilan und befinden uns hier seit einigen Tagen im wahrscheinlich schönsten Garten, den ich je gesehen habe, und zwar im Garten von Anjas Eltern, wo wir unser Tiny House ja auch einige Zeit geparkt hatten. Mittlerweile steht das Haus in Detmold, wo wir uns die letzten Wochen befanden, um uns den Innenausbau zu widmen. Und wir können sagen, das Podest unserer Tiny House Küche steht. Ihr werdet in dem heutigen Video noch nicht das komplette Podest sehen, da wir die Schubladen in der kommenden Woche zeigen, wie wir die dann zusammengebaut haben. Heute geht es also erstmal nur um die Konstruktion in Form eines Bautagebuch-Vlogs. Also es ist nicht mehr zwischendrin dokumentiert, deshalb auch das etwas längere Intro von uns jetzt. Wenn euch das grundsätzlich gefällt, dass wir euch bei den genauen Schritten auch mitnehmen, dann abonniert gerne unseren Kanal, gebt uns einen Daumen und aktiviert vor allem das Glöckchen, damit ihr auch bei den kommenden Schritten informiert werdet, wenn es ein neues Video von uns gibt. An dieser Stelle sei auch gesagt, bitte nicht nachmachen, was ihr hier seht. Wir sind keine Profis und das ist auch keine Bauanleitung. Es gibt viele, viele Wege, ein solches Podest zu bauen. Vor allem auch andere Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Ja, das müssen wir wohl eingestehen, ja. Wir verabschieden uns jetzt schon an dieser Stelle, wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die neue Phase beginnt. Wir starten genau jetzt mit dem Bau unseres Küchenpodests und haben jetzt bei dem großen Balken für den Rahmen Maß genommen und werden den jetzt mal zerkleinern. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind Ilan und ich totale Fans unserer Stichsäge. Wenn man eine große Kappsäge hat, dann geht das wahrscheinlich noch mal schneller und noch mal präziser. Wir haben sie jetzt nicht da, deshalb wie immer, los geht's mit der Stichsäge. Hast du auch einen Schweizer Käse gemacht? Ja, ich habe auch einen Schweizer Käse gemacht. Irgendwie freut mich das. Du mich auch. Weil Ilan nämlich gesagt hat, ich habe einen Schweizer Käse geschnitten. Beim ersten Mal, weil der ein bisschen schief war. Einfach nicht das richtige Werkzeug, wissen wir ja. Du bist gerade 2 Meter geschnitten. Was? Das ist 2 Meter. Das ist nicht wahr. Nachdem wir die Fichtebalken zugeschnitten haben und provisorisch ins Haus gelegt haben, ist uns aufgefallen, dass wir die viel zu stark dimensioniert eingekauft haben, dass das wirklich mehr als überdimensioniert ist. Ja, weshalb dann haben wir uns auch noch einmal verschnitten. Dann kam heraus, dass wir vielleicht ja doch das Paulownia-Holz nehmen sollten. Weshalb wir jetzt einfach anfangen, mit unserem wirklich leichten Paulownia-Holz die Rahmenkonstruktion zu bauen. Die Situation ist jetzt wie folgt. Wir haben hier vor uns die Balken für unser Küchenpodest und wir machen uns ja schon eine ganze Weile Gedanken darüber, wie wir etwas präziser arbeiten können. Wir wissen, dass das Wort Tauchsäge bereits gefallen ist in den Kommentaren. Und ja, durchaus, wir haben uns endlich mal eine leihen können. Ja, wir haben jetzt ein Testholz mal geschnitten und es ist offensichtlich, dass es viel genauer ist, viel schneller geht. Und wir wollen ja nicht nur unsere Querstreben für den Balken zusägen, sondern eben auch die Füße. Und da ist es wichtig, dass wir gerade abschneiden. Das funktioniert mit der Stichsäge nicht. Mit der Tischkreissäge, die wir bisher benutzt hatten, kommen wir nicht durch. Und sobald wir das Holz umdrehen, haben wir wieder eine Ungenauigkeit. Oh, das ist so nervig, ne? Ja, total. Also das ist das. Ja. Und anscheinend lässt sich das nicht einstellen. Ich habe es wirklich versucht. Wir haben jetzt einfach alle Querbalken für das Podest, haben eine Führungsschiene oben drauf gesetzt und können jetzt in einem Guss alle Balken durchtrennen. Und es wird alles exakt und identisch und perfekt sein. Und genauso machen wir es. Perfekt, da ist das Wort wieder gefallen. So gut, wie wir es hinkriegen. Und das Gleiche werden wir dann direkt im Anschluss auch mit unseren Stützfüßen machen für das Podest, damit das auch endlich mal auf seine finale Höhe kommt. Nachdem der Testschnitt gut geklappt hat, sind wir guter Dinge, jetzt einmal durchzujagen. Und dann schauen wir uns das mal im Haus an.
wow, das ist fantastisch. Was für eine Erleichterung. Das ist unfassbar. Guck dir doch bitte diesen Schnitt an. Das ist unglaublich. Wir haben einfach immer geguckt, ob der Balken jetzt wirklich bündig ist, dass später, wenn dann die Leimholzplatten aus Palovnia oben drauf kommen, dass wir die einfach schön bündig drauf liegen. Das sieht auf der Seite ganz gut aus, auf der anderen Seite gleichen wir immer noch ein bisschen aus. Und wir werden auf jeden Fall von beiden Seiten Winkel befestigen, dann einfach diagonal gesetzt, auf der einen Seite unten, auf der anderen oben. Wir prüfen jetzt gerade, welche Höhe wir benötigen, um hier gerade abzuschließen mit unserem Podest. Diese Platte hier, Palovnia-Platte, 18 mm stark. Dann haben wir unsere Styrodur-Platte, die oben drauf kommt. Und unseren Korkboden, mit dem wir jetzt einfach mal rechnen, mit einer Stärke von 11 mm. Wir wollen hier wirklich exakt abschließen mit dem Balken. Und da sieht man es auch schon, wir sind momentan noch viel zu hoch. Sobald wir die richtige Höhe erreicht haben, werden wir unser Podest verschrauben. Und zwar gehen wir hier rein in den ersten Balken unseres Ständerwerks. Dann machen wir das gleiche an allen anderen Ecken und gleichen dann im Anschluss die Stützen an, sodass die perfekt runterpassen. Nachdem wir die ersten Füße zugeschnitten haben, mussten wir feststellen, dass diese leider nicht gerade abgeschnitten wurden. Man sieht es. Optimal wäre es natürlich, wenn der Tisch groß genug ist, dass man hier sich auch nochmal eine Schiene setzt und wir immer wissen, ah, das ist die Länge von den Füßen, die muss bei allen Hölzern durch, dann könnte man immer schön nachschieben. Wir wissen jetzt nicht, wie wir das hier realisieren sollen, aber das wäre wahrscheinlich noch optimaler. Guck mal, wie schön. Nein. Zu viel? Ja, viel zu viel. Weiter. Stopp! Das sind 64,6. Nachdem das Podest jetzt hier drin steht, verändert sich ja alles nochmal im Vergleich zur digitalen Planung. Und nach Augenmaß und Gefühl möchten wir auf jeden Fall die Pfosten querstellen und nicht schmal. Wir haben da einfach ein besseres Gefühl zwecks der Stabilität. Schließt auch besser ab. Ja, schließt auch schöner ab. Gerade wenn dann auch vorne die Schubladenfronten aufliegen, dann haben die noch genügend Platz eben und wir haben kein Problem der Lücken. Wir haben eine Innenbreite von 2 Metern. Da kommen dann nochmal 2 Pfosten, a 8 cm zwischen, heißt beim 2 Meter minus 16 gerechnet, geteilt durch 3 Zwischenräume und kommen somit auf 61,3 cm Schubladenbreite, die wir jetzt einfach mal einzeichnen und hoffen, dass das dann auch passt. Wir haben uns im Baumarkt so kleine Schienen gekauft, so ganz leichte, dünne Aluschienen, die dann im Prinzip die Rollen für die Schubladen später auch in Führung halten sollen. Wir haben jetzt Folgendes entschieden. Wir möchten diese Bleche hier, diese Alubleche, nicht nur als Schiene oder als Führung für unsere Schubladen nehmen, sondern jetzt auch als Orientierungspunkt für die Stützen, die wir setzen, unterhalb unseres Podests. Das heißt, diese müssen gekürzt werden bzw. geflext. Da habe ich den Brandon schon gebeten, ob er das für uns machen kann. Hier ist die Markierung. Und anhand dieser Schiene setzen wir alle weiteren Stützen. Und das machen wir gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Und zwar sind wir jetzt bereits so weit gekommen mit unserem Podest, dass es jetzt eigentlich schon an die Schubladenplanung geht, beziehungsweise die Schubladen sind auch abhängig von den Stützen und umgekehrt. Also wie tief, wie breit wird das Ganze. Und jetzt heißt das für uns, dass wir uns 2 Schienen bauen. Da wir ja eine Erhöhung haben von, ich glaube, wir haben insgesamt 2,6 cm sind das. Wir haben uns darauf geeinigt, dass diese dann quasi bis hinten durch als Führungsschiene für unsere Schubladen dienen. So, nachdem das wunderbar funktioniert hat, geht es gleich weiter mit den Pappelsperrholzplatten, die ja auch noch auf 5 cm Breite zugeschnitten werden müssen. Wir haben uns jetzt eine kleine Schablone gebaut und Ilan durchtrennt das jetzt einfach mit der Stichsäge.
Palovnia und Pappelsperrholz, beide 5 cm breit und einmal 1,8 cm stark und einmal 6 mm stark, sodass wir nahezu eben dann mit unserem tatsächlichen Boden, heißt Fußbodenheizung, Bodenbelag, rauskommen. Dann quasi die Führungsschiene für unser Rad. Wir werden jetzt Schritt für Schritt alles befestigen, mit der Schablone durchfahren und so dann eben uns bis nach hinten hin durcharbeiten und das für jeden Bereich, weil wir diese Schienensysteme auch als Orientierungspunkt nutzen werden für unsere Stützen. Okay. Das ist gut. Stopp. Ja. Ah, jetzt geht's, guck. Jetzt links und rechts nochmal befestigen. Ja. So, dann haben wir die perfekte Schiene. Warte du nur ab. Anstatt mir zu helfen. Nach Hause. Ja, ist nicht weit. Ich mach das hier für unsere Zuschauer. Die verstehen auch, wenn du mir helfen willst.